Jetzt wird gegessen. So, wir essen jetzt mal hier die leckere Chili con Carne. So, das Essen ist fertig soweit, ne? Kami hat's geschafft. Chef hat gekocht. Es wird fast genauso gut schmecken wie Pancakes von mir. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Hallo. Heute sind wir mal nicht am Wandern. Heute haben wir uns mal überlegt, wir starten nochmal so eine coole Kochsession. Und zwar, das hat ja beim letzten Mal schon richtig gut geklappt, hat auch richtig gut geschmeckt. Es schmeckt einfach nur scheiße. Nein. Ja, okay, ist ja gut. Ja, auf jeden Fall, Kami, was kochen wir denn heute? Essen. Und was? Ja, der Herr ja immer so spezielle Wünsche hat. Ganz legere, spezielle Wünsche. Ja, haben wir uns mal entschieden für ein Chili. Einfaches, kleines Chili. Genau. Heute machen wir ein Chili. Und als Beilage, oder das Chili wird serviert in Taco Shells. In Taco Shells, ne? Wie immer keine Werbung. Halt das mal in die Kamera. Nein, ich halte das jetzt nicht in die Kamera. Keine Werbung. Ja, auf jeden Fall. Handelsübliche Taco Shells. Genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es schmecken wird. Ja, hier. Lecker. Genau. Kami hat vorsorglich alles schon mal vorab geschnibbelt. Natürlich, wie immer. Wie immer hat er alles gemacht, wie genau. Immer. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal. Bis gleich. Herzlich willkommen. Leute, was sagt ihr eigentlich zu unseren coolen Mützen? Die sind doch richtig stylisch, oder? Oui. Oh, Jacques. Oui. Oh mon Dieu. Läuft. Heute Black and White Style. Black and White Style, genau. So. So, Kami, was haben wir denn heute alles dabei? Erzähl mal. Essen. Ja, wir haben etwas Öl, wir haben Chili, wir haben Taschentücher, wir haben einen scharfen Tabasco, wir haben Tomatenmark, ein Feuerzeug, ja. Besteck, dann haben wir hier drin, haben wir schon vorbereitet, Mais, Bohnen, Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch. Die nicht vorhandene Paprika, die der Ilja meinte zu haben. Er kann es nicht lassen. Dann, was haben wir noch? Viel Lust und Laune. Schicke Mützen haben wir auf. das war's. Mehr brauchen wir nicht. Okay, natürlich heute wieder Kamis Gaskocher am Start hier. Ja, mit seinem Survival-Topf. Dann haben wir hier mal das wundervolle Survival-Besteck, ja, noch original verpackt. Ja. Das ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen von meiner Schwägerin. Vielen Dank nochmal an die Diana. Ja, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Machen wir das? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze wird. Bis gleich. Let's go. Man kann sehr schwer nur die Hitze kontrollieren, finde ich. Das ist das. Das ist immer ein bisschen scheiße. So, jetzt hauen wir da die Zwiebeln rein. Zwiebelknoblauch. Ach, Zwiebelknoblauchmixtur. Ja, klar. Das riecht immer direkt so, ne? Aufpassen, dass die Scheiße nicht direkt anbrennt. Kommt als nächstes rein. Tja, was wird's? Arbeiten wir jetzt irgendwie nach irgendeinem Rezept? Nee, ne? Nö. Normalerweise würde ich sagen, erstmal Tomatenmark rein, oder? Nö. Nee, Hackfleisch, dann Tomatenmark. Ja. Genau, ist das vegan? Voll. Voll vegan. Ja? Ja. Sehr gut. Also das Lebewesen, was hier in dieser Schüssel ist, kein Bolzenschuss oder sonstiges, es wurde tot gestreichelt. Sehr gut. Also ein tot gestreicheltes Tier. Ja. Okay.
Wir könnten jetzt auch von den Chilis weg und machen Spaghetti Bolognese. Können wir jetzt auch machen. Aber wo willst du das Wasser kochen? Achso, Mama. Ei. Kopf wie ein Sieb, ne? Du hast manchmal Essen, Kopf wie ein Sieb. Ja, dann nickt er nur. Guck mal. Lecker, lecker. Was hast du da jetzt angepasst? Nein, ich habe gefühlt, ob das noch brennt. Dein Ernst? Ja, kann ja sein, dass das die Gasflasche leer wird. Da ist noch genug drin. Bisschen viel Mais dabei. Das knattert dann richtig. Ratatata. Oh. Tu die Bohne hier wieder rein. Die Bohne ist runter. Ich würde das jetzt schon so essen, ne? Das ist das Blut der Opfer. Ein bisschen Paprika. Ja, für die vergessene Paprika. Also kannst du ruhig Fuego reinmachen. Das sieht richtig gut aus. Sieht fast so gut aus wie meine Pancakes damals. Die sehen jetzt ein bisschen scheiße aus, aber ey. Das hier, ja, das habe ich gemacht. Nicht er. Meine Wenigkeit. Das Ganze gleich erstmal bewerten, ob das hier genauso schmeckt, wie es aussieht, denn es sieht richtig gut aus. Aber ob es auch genauso gut schmeckt, ich gucke total behindert in die Kamera rein. Warum? So, ist gleich fertig. Vielleicht kommt es zum Verkosten. Ein bisschen wie Bud Spencer. Den kann ich übrigens auch, den berühmten Bud Spencer and Terence Hill. Die Bohnenpfanne, perfekt, kriege ich alles hin. Mein Leibgericht, dicke Bohnen, Speck und Zwiebeln. Veganen Speck. Was für vegan? Das ist ganz wichtig, das musst du erwähnen. Ach so. Ja, natürlich, wie gesagt, tot gestreichelt, nicht geschossen. Oder Bolzenschuss, Abfertigungsanlagen. So, der Essen ist fertig soweit, ne? Kami hat es geschafft. Chef hat gekocht. Es wird fast genauso gut schmecken wie Pancakes von mir. Nein. Es schmeckt einfach nur scheiße. Auf gar keinen Fall. Besser. Glaub mir. Minimal. Besser. Minimal. Also wenn überhaupt, dann minimal nur. Ich bin gespannt. Jetzt wird gegessen. Keine Werbung. Keine Werbung. Essen wir das jetzt? Kommt noch ein Trinkspiel? Ja, meinst du, ich hab das hier umsonst gemacht, oder was? So, wir essen jetzt mal hier die leckere Chili con carne. Okay, das mache ich aus. Das kommt nicht rein. Das, was machst du? Ja, hier. Der Ela, der streichelt sich schon seit einer halben Stunde die ganze Zeit den Bauch. Ja!
Oh Leute, gönnt euch. Gönnjamin. Mm. Lecker, 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 lecker. Jam, jam. Heiß, Alter. Wow. Echt? Alter. Noch ein bisschen Fuego drauf. Der knallt sich da noch zusätzlich Fuego drauf und das ist schon Fuego mindestens Stufe 3. Was ist bei dir 3? Scharf. Ach. Das brennt zweimal. Das ist Kükenspiel. Boah. Boah. Leute, das schmeckt richtig gut. Fast so gut wie meine Pancakes. Hammer. Hammer. Fabio, du hast voll drauf. Auch wenn die Leute uns komisch hier angucken im Wald. Ist mir doch egal. Sehr lecker. Sagen? Sehr lecker. Wirklich. Bombe. Ohne viel Aufwand. Ganz einfach. Wie gesagt, die Paprikas, die der Ela nicht hatte, wenn die da noch drin wären, noch ein Ticken besser. So Leute, wir räumen jetzt noch auf. Spülen weg. Ich muss spülen, hat Kami gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen da. Ja, und ein Abo. Ein Abo wäre richtig geil. Bitte, bitte. Wir sagen jetzt auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Da sind wir wieder on Tour für euch. Und ja. Heide. Ciao.